Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder zwei Top-Aktien für euch dabei. Und zwar geht es mir einmal um die BYD-Aktie und um die NIO-Aktie. Ich möchte sie mal so ein bisschen im Vergleich bringen. Schauen uns natürlich auch die aktuellsten Zahlen zusammen an, gehen auf den Jahreschart ein und dann natürlich, was es hier für aktuelle News gibt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier direkt hier mit dem China-Aktiencheck beziehungsweise mit den Aktien-News zu beiden und starten tun wir jetzt mit BYD. Was ist hier passiert beziehungsweise was gibt es hier aktuelle News? Einrede bestellt hier 200 E-Trucks bei BYD und die Order ist jetzt auch gemäß BYD selber der bislang größte Auftrag außerhalb von Asien. Und bis Anfang 2023 liefert eben BYD jetzt hier 200 batterieelektrische LKW vom Typ 8TT an Einrede. Das ist ein schwedisches Unternehmen, das hat eben hier jetzt die 200 batterieelektrischen LKWs bei BYD bestellt. Und hier eben für den Einsatz in den USA ist das Ganze geplant. Wie gesagt, der größte Auftrag außerhalb Asiens und BYD wird im Februar mit der Auslieferung der ersten Fahrzeuge beginnen, die alle in Lancaster, also in Kalifornien, montiert werden und der Rest wird im Laufe der kommenden 12 Monate in Wellen ausgeliefert. Einrede will mit diesen Fahrzeugen die Flotte von vernetzten Elektrofahrzeugen eben erweitern. Angetrieben wird sie von Saga, der Technologieplattform von Einrede selber. Wie schaut es mit der Reichweite aus? Die soll 320 Kilometer betragen, finde ich jetzt für das Gewicht, was man nicht ungeachtet lassen darf, sehr, sehr stark. Bei dem Großteil der Fahrzeuge handelt es sich um BYDs dritte Generation des 8TT, eben mit einer erweiterten Reichweite von bis zu 320 Kilometer. Die Kabine der Fahrzeuge ist vom ehemaligen Audi-Chefdesigner Wolfgang Josef Egger gestaltet worden, finde ich auch noch eine ganz coole Sache. Und die Airride-Fahrerhäuser bieten eine verbesserte Aerodynamik und Energieeffizienz und auch einen geräumigeren und ergonomischeren Innenraum. Die LKWs sind serienmäßig mit Notbremse, Spurhalte und toter Winkelassistent ausgestattet, sowie adaptiven Tempomat. Auch eine ganz coole Sache. Und zur Ausstattung zählt auch ein elektronischer Parkassistent, ein schlüsselloser Zugang und ein Startknopf. Das mal so ein bisschen zur Ausstattung vom LKW selber. Was ist Einrede? Ich werde es wahrscheinlich jetzt auch falsch aussprechen, tut mir leid dafür. Die wurden aber 2016 hier gegründet und die digitale Technologie des schwedischen Unternehmens ermöglicht es Kunden eben, Fracht zu bestellen und zu verfolgen, Routen und Aufträge zu überwachen, Daten zu visualisieren und zu sammeln. Und im Dezember letzten Jahres hat es bereits 120 E-Actros vom Typ 300 und 400 mit 3 bzw. 4 Batteriepaketen bei Daimler Truck geordert, um eben diese bei Kunden in europäischen Märkten einzusetzen. Und jetzt kam hier eben BYD zum Zug. Finde ich eine ganz spannende Geschichte und wir schauen uns jetzt natürlich auch hier wie gewohnt die aktuellen Wachstumszahlen an, weiterhin 12 von 15 Wachstumspunkten, wir haben ein Umsatzwachstum von über 41% und im Durchschnitt auf die letzten 2 Jahre von knapp 10%. Die Performance auf ein Jahr, die kann sich finde ich schon sehen lassen, liegt bei 45%, lediglich auf die letzten 3 Monate haben wir hier ein Minus von 25%, aber im Gesamtmarkt gesehen hält sich BYD eigentlich recht gut. Der Abstand zum gleitenden Durchschnitt, also zur 200-Tage-Linie, liegt nur bei minus 3%. Schauen wir uns aber gleich hier im Jahreschart zusammen noch genauer an. Die Finanzierbarkeit vom Wachstum ist sehr, sehr stark. Auch hier haben wir 3 von 3 Punkten. Und die Kapitalaufnahmefähigkeit, also Börsenwert im Vergleich zur Verschuldung, liegt bei 12,9. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Der Kurs liegt aktuell bei 27,20 Euro, das schauen wir uns jetzt hier auch zusammen an, beziehungsweise ganz aktuell sogar bei 27,12, hier mit Handelsschluss zum Freitag, haben Plus von knapp 2%, also man sieht, es geht jetzt so ein bisschen zickzackmäßig hoch und runter, beziehungsweise haben wir so eine gewisse Seitwärtsbewegung, man hangelt sich jetzt hier an der 200-Tage-Linie, das wird ein ganz, ganz wichtiger Widerstand werden, den man hier zu überwinden hat und dann auch natürlich gleichzeitig die 50-Tage-Linie verlaufen hier fast mittlerweile auf paralleler Linie. Auf Jahressicht gesehen haben wir hier eben Plus, wir kommen von ungefähr 23 Euro her und stehen wie gesagt jetzt bei 27,12 Euro. Das finde ich jetzt wieder eine sehr starke Offensive beziehungsweise eine richtig coole Sache mit den E-Trucks und ich glaube einfach BYD wird weiter seinen Weg gehen. Ja, und bevor ich jetzt zu NIO komme, noch was in eigener Sache. Wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, um hier nichts mehr zu verpassen. Würde mich natürlich mega freuen.
Und wenn es interessiert, gern unten mal in die Beschreibung schauen. Ich habe einen zweiten Kanal eröffnet. Hier geht es rund ums Thema Online-Geld verdienen. Diese Woche kam auch erst wieder ein neues Video raus. Also gern unten mal auf meinen Kanal klicken. Und wenn es euch natürlich gefällt und ihr euch für die Themen interessiert, auch gerne dort mich und kostenlos unterstützen. Würde mich mega freuen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier direkt weiter zu NIO. Auch hier ist was Gutes passiert oder was ganz Cooles. Sie kündigen jetzt hier den Start des ES7 für 2022, also bereits in diesem Jahr an. NIO hat eben ein weiteres Modell angekündigt. Der NIO ES7 wird Mitte April enthüllt und soll noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Und als wichtigsten Wettbewerber hat NIO offenbar kommende Langversion des BMW X5 ausgemacht. Also das ist so der Hauptkonkurrent zu dem neuen Modell. Und beim NIO ES7 handelt es sich um ein fünfsitziges Elektro-SUV, das zwischen dem ES6 und ES8 positioniert wird. Und die Angaben gehen hier laut chinesischen Medien auf Gründer oder Mitbegründer von NIO zurück. Und da stammt auch der Vergleich so ein bisschen her mit dem BMW X5. Wie gesagt, SUV in so einer ähnlichen Reihenfolge. Und sie kommen ja hier auch nach Deutschland, NIO an sich. Und ich glaube, sie können wirklich sehr, sehr gut performen. Sie bauen ja eher so im Luxussegment, muss man sagen. Auch die Limousinen, die sie vorher hatten. Und da traue ich wirklich NIO auch sehr, sehr viel zu. Das Lieferziel für dieses Jahr hängt eben von der Lieferkette natürlich ab, wo es ja auch immer mal wieder allgemein über branchenübergreifend immer Schwierigkeiten aktuell gibt, aufgrund der Corona-Lage auch. Und man wird aber die Kapazität in diesem Jahr erhöhen und so viele wie möglich liefern, sagen sie selber. Nähere Angaben zur Produktion und Lage bei der Halbleiterversorgung machte hier aber der Manager nicht genau. Wie gesagt, ich finde es eine ganz coole Sache. Muss man ja schauen, wie das neue Modell ankommt bei NIO. Aber alles in allem, wie gesagt, positive News. Und wir schauen uns auch hier jetzt mal den Wachstumscheck zusammen an. Wir haben hier 6 von 15 Wachstumspunkten. Auch gerade hier sieht man im Jahr 2020 deutliches Umsatzwachstum. Wir haben hier ein Wachstum von 163%, also sehr, sehr stark. Und auch im Durchschnitt auf die letzten 2 Jahre immer noch von über 81%. Im Quartal gegenüber dem Vorjahr ist man um 116% gewachsen, also dreistellig richtig stark. Der Trend spricht aktuell aber nicht für die Aktie. Man könnte jetzt auch sagen, es ist ein Schnäppchen. Ich selber bin gerade wirklich am Überlegen, hier Positionen aufzustocken, weil ich NIO ein sehr, sehr innovatives und starkes Unternehmen parallel zu BYD finde und sie wirklich gerade hier kursmäßig, finde ich, für mich persönlich ein Schnapper sind. Wir haben eine Performance auf 3 Monate von -50% knapp und auf die letzten 12 Monate von -51%. Auch der gleitende Durchschnitt, also die 200-Tage-Linie, sind wir über 43% entfernt. Wie gesagt, der Trend spricht aktuell aber nicht für die Aktie. Die Finanzierbarkeit vom Wachstum ist wieder sehr, sehr gut. Wir haben eine Kapitalaufnahmefähigkeit von 10,9, das ist ein sehr guter Wert. Und wie gesagt, der Wachstumscheck könnte hier wirklich besser abschneiden mit 6 von 15 Punkten. Aber ich glaube, NIO findet hier weiter in die Spur. Werden auch, denke ich, in Zukunft hier Gewinne schreiben. Und das E-Auto-Segment ist ja wirklich noch in den Startlöchern oder in den Anfangsschuhen, kann man sagen. Und ich sehe das aufs nächste Jahrzehnt gesehen. Schreibt mir jetzt auch gerne unten in die Kommentare, ob ihr NIO in eurem Depot habt und auch BYD und was ihr zu beiden sagt und auch zu den neuen Aufträgen bzw. hier zum neuen SUV von NIO. Hier schauen wir uns natürlich jetzt auch noch den Kurs an. Am Freitag leider minus von 2,79%. Wir sind hier sogar auf Jahrestief fast unterwegs, was bei 18,70 Euro sich ausgebildet hat. Wir haben eigentlich sogar eine kleine W-Formation. Sollte der Kurs jetzt nach oben abprallen, könnte nochmal eine Aufwärtsbewegung starten. Der Widerstand liegt ja wirklich bei der 50-Tage-Linie, die ihr hier sehen könnt. Sollte man hier drüber wegkommen, dann gilt es, sich als Boden auszumachen. Sollte man da aber abprallen nach unten, dann könnte es, falls es unter die wichtige Linie hier rutscht, auch nochmal tiefer gehen. Muss man sich anschauen, wie es aussieht. Aber wenn man sich anguckt, dass man hier im Jahreshoch bei 44,20 Euro lagen, also mehr wie 100% Kurschance, sehe ich in diesem gesamten Marktumfeld sehr, sehr viele Chancen und auch Potenzial für NIO, zumindest ich persönlich. Schreibt mir natürlich gerne unten in die Kommentare, wenn ihr das anders seht oder was ihr dazu sagt. Ja, und das war es jetzt soweit von meiner Seite. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, um hier kein Video mehr zu verpassen und keine News mehr zu verpassen. Würde mich natürlich mega freuen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.